Unser nächstes Thema, das Geschäft mit dem Hunger. 1 Milliarde Menschen auf der Welt müssen von umgerechnet 1 Euro am Tag leben. Sie geben 70 Cent davon schon jetzt für Nahrung aus. Wenn dann Preise explodieren, ist die Not da. 2008 und 2009 kam es zu Hungeraufständen in Entwicklungsländern und zur Forderung, die Spekulation mit Nahrungsmitteln zu regulieren, gar zu verbieten. Dass die Preise zurzeit mal wieder nach oben gehen, hat viele Ursachen. Es gibt nicht den einen Schuldigen, aber Spekulanten heizen die Not wieder an. Unser Team untersucht, wer auf Nahrungspreise wettet und wer Regulierung verhindert. Es sind unsere Geschäfte. Immer wieder, immer noch. Wir spekulieren auf Lebensmittel, machen Geld aus Nahrung. Nahrung, die anderswo fehlt. Alle wissen es, nichts geschieht. Und die Lage wird immer dramatischer. Die nächsten Wochen sind jetzt sehr wichtig, weil wir die Ernte für Sojabohnen erwarten. Was wir sehen von den Terminbörsen, springen jetzt die Spekulanten drauf. Also sie verstärken den Preisanstieg. Dann wird Essen unbezahlbar für Millionen von Menschen. Es sind diese Terminbörsen, die die Fachleute beunruhigen. Weizen, Mais, Soja, mit den Grundnahrungsmitteln der Welt wird hier gehandelt. Und deren Preise sind in den vergangenen Jahren explodiert. Erstaunlicherweise in ähnlichem Maße wie die Geldanlagen in Agrarfonds. Beispiel Weizen. Fast 200 Millionen Tonnen wurden im vergangenen Jahr in den USA und der EU produziert. Dass es hierfür Zertifikathandel gibt, ist wichtig. Aber tatsächlich werden von Jahr zu Jahr immer mehr Zertifikate gehandelt. Inzwischen so, als gäbe es fast 4.700 Millionen Tonnen Weizen. Eine künstliche Nachfrage, die den Preis wie hier in Kenia rapide steigen lässt, wo viele Menschen jetzt 70% ihres Einkommens für Nahrung ausgeben müssen. Und in den letzten Wochen sind die Preise so schnell gestiegen, dass selbst die Händler leer ausgehen. Wenn ich hier abends den Laden zumache und zum Großhändler gehe, sind die Preise schon wieder gestiegen. Und die 300 Schilling, die ich verdient habe, sind schon wieder weg. Und dann habe ich oft gar keinen Gewinn gemacht. Ja. Selbst Mittelschichtfamilien wie die von Chauffeur Edwin Obima müssen fast alles Geld für Essen ausgeben. Seine Frau kocht seit Monaten nur noch Ugali, einen einfachen, traditionellen Maisbrei. Alles andere ist nicht mehr erschwinglich. Die Eltern erzählen, sie verzichten oft aufs Essen, damit wenigstens die Kinder satt werden. Doch auch das gelingt nicht immer. Jeden Tag essen wir nur noch Ugali. Ich würde gerne auch mal wieder was anderes essen. Und manchmal werde ich auch nicht satt. Vor 4 Jahren, während der ersten Nahrungsmittelkrise, war die Situation schon schlimm. Aber jetzt ist es noch viel schlimmer. Und so ist es nicht nur in Kenia, wo sich der Maispreis in den letzten 6 Jahren um 114% verteuerte. Mehr als doppelt so teuer auch der Weizen, etwa in Bolivien, 119%. Und der Reis, in Thailand etwa, um 107% verteuert. Immerhin, einige deutsche Banken haben angekündigt, künftig keine Agrarfonds mehr zu handeln. Die Commerzbank, die LBB, die LBBW und die Deka Bank, der Fondsvermittler der Sparkassen. Doch wie sieht es bei den anderen aus, etwa der Deutschen Bank, einem der weltweit größten Player auf dem Agrarrohstoffmarkt? Die kündigte vor wenigen Monaten an, zumindest keine neuen Fonds mit Nahrungsmitteln aufzulegen. Werden uns aber noch Wetten auf Nahrungsmittel verkauft? Hier heißt es ganz selbstverständlich: Anleger können in bestehende Agrarfonds weiterhin investieren. Agrarfonds sind ein Riesengeschäft für die Deutsche Bank, das allein im letzten Jahr etwa 4,5 Milliarden Euro umfasste. Ein gutes Geschäft für die Investoren. Und die anderen werden nicht gefragt. Wir fragen die Deutsche Bank: Preistreiberei durch Spekulation? Die Antwort. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Bank setzt sich seit Anfang dieses Jahres intensiv mit den Ursachen und Auswirkungen steigender Preise für Agrarrohstoffe auseinander. Die Auswirkung der Spekulation noch ungeklärt? Der UN-Sonderbeauftragte für das Recht auf Nahrung ist erstaunt. Alle sind sich längst einig, dass das Problem existiert. Und auch die G20 haben im Juni 2011 gefordert, dass Maßnahmen gegen die Nahrungsmittelspekulation ergriffen werden. Es ist traurig, dass ein Jahr danach immer noch so wenig passiert ist. Es ist ein bisschen spät, wenn die Deutsche Bank erst jetzt eine Arbeitsgruppe einrichtet, um sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen.
Weltwirtschaftsforum in Davos. Unter den Augen des ehemaligen Deutsche Bankchefs Ackermann referiert hier Professor Yanir Bayam vom New England Complex System Institute. Er stellt hier ein neues mathematisches Modell vor, das die Preistreiberei der Spekulanten auf den Nahrungsmittelpreis eindrucksvoll belegt und präzise vorhersagen kann. Die aktuelle Dürre in den USA verstärkt noch die Spekulationsblase an den Nahrungsmittelmärkten. Wir haben in den letzten Monaten schon wieder Preisanstiege von bis zu 70% erlebt, und das wird so weitergehen. Bald werden wir Preise haben, die wir noch nie gesehen haben. Und die Politik? Die EU-Kommission hat vor knapp einem Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Spekulation beschränken soll. Mit sogenannten Positionslimits. Demnach dürfen Investoren nicht mehr so viele Zertifikate von Nahrungsmitteln handeln, wie sie wollen. Die Zahl der Zertifikate pro Händler würde eng begrenzt, der Preistreiberei so Einhalt geboten. Genau das wurde jetzt auch in den USA beschlossen. Doch dieser Vorschlag der Positionslimits wird im Europäischen Parlament gerade aufgeweicht. Die Finanzindustrie freut's. Denn die Deutsche Bank etwa forderte schon Anfang des Jahres in einem Lobbypapier an den deutschen Abgeordneten Markus Ferber keine Regulierung ihrer Rohstoffgeschäfte. Markus Ferber hat im Parlament eine Schlüsselrolle. Als Berichterstatter für die Finanzmarktrichtlinie war er mal für strikte Positionslimits. Im Mai weichte er plötzlich die Position der EU-Kommission auf. Will, so steht es in den Änderungsanträgen, statt umfassender Positionslimits nun nur noch unverbindlichere Positionschecks. Eine Kehrtwende soll das aber nicht sein, sagt er. Bei einem Änderungsantrag von mir können Sie davon ausgehen, dass ich einen Beitrag dazu leisten will, am Ende einen optimalen Kompromiss zwischen allen politischen Richtungen im Europäischen Parlament zu finden. Und nachdem der Bereich des Positionsmanagements oder des Positionschecks für Produzenten, die ein reales Interesse an einem Produkt haben, bisher nicht in den Anträgen vorhanden war, habe ich einen entsprechenden geschrieben, der jetzt in die Verhandlungen mit eingegangen ist. Und wir werden, wenn die Abstimmung im Europäischen Parlament ist, das werden Sie sicher feststellen können, einen sehr guten Kompromiss finden. Markus Ferber sagt sogar, dies sei mit Nichtregierungsorganisationen wie Oxfam abgestimmt. Das bestreitet Oxfam und hält die Änderungen für falsch. Nahrung ist keine Ware wie alle anderen, sondern Nahrung ist die Basis des menschlichen Überlebens. Von daher erscheint aus der Sicht von Oxfam klare Positionslimits eine sicherere Lösung als diffuses Positionsmanagement. Und offensichtlich, und das ist das Tragische und das Beschämende für die Demokratie, schafft es die Finanzlobby, sich auf Kosten der Allgemeinheit dagegen zu wehren, dass sie effektiv reguliert wird. In Edwin Obimas Kirche haben die Gemeindemitglieder Essen mitgebracht, um es an die Ärmsten zu verteilen. Tausende Kilometer entfernt von den wahren Terminbörsen. Knapp 7000 Kilometer von der Finanzlobby in Brüssel. Hier sind Vorboten einer neuen Hungerkatastrophe schon zu spüren. Den Kindern sind die Zusammenhänge nur schwer zu erklären.